Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dem Ruf einiger Parteien, den Ausbau der Windenergie unter dem Vorwand des Klimaschutzes voranzutreiben, den treten wir entgegen. Der derzeitige Ausbaustand an Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt zeigt die maximale Ausbaukapazität, welche mittlerweile auch durch den Neubaurückgang ersichtlich wird. Zahlreiche Klagen von Anwohnern und Verbänden bestätigen zusätzlich die fallende Akzeptanz für Windenergie im Land. In der Plenarsitzung am 26. September 2019 sprach Herr Meister, ist gerade nicht da, von den Grünen, Zitat, der verantwortungsvolle Ausbau der Windkraft in Deutschland wie in Sachsen-Anhalt gehört zum Kern der Energiewende. Gleichzeitig wird eine Verdopplung des Flächenanteils für Windenergie gefordert. Da stellt sich doch die Frage, was meint er mit verantwortungsvoll? Die Frau Abgeordnete Frederking hält an ihrer Aussage fest, das war in der gleichen Sitzung, wonach maximal 3.100 Windenergieanlagen für Sachsen-Anhalt ausreichen. Und jetzt kommt's, hören Sie zu. Gemeint hat sie damit den Energiebedarf, also ja, Energiebedarf für Strom, Wärme und Verkehr. Mit einer durchschnittlichen Leistung von 4 Megawatt. Wir reden über die Anzahl, ja. Ja. Demnach haben die Grünen einerseits die Energiewende rechnerisch vollzogen, aber andererseits will man Flächen für Vorranggebiete verdoppeln. Ja. Ich persönlich kann keiner dieser beiden Aussagen Glauben schenken. Denn wir wissen, bei schwachem Wind unter 4 Meter pro Sekunde produziert eine Anlage null Energie. Bei normalem Wind 4 bis 12 Meter pro Sekunde produziert sie zwar Energie, aber nicht die Nennleistung. Erst bei Starkwind 12 bis 25 Meter pro Sekunde wird die Nennleistung kontrolliert produziert. Und bei Sturm produziert sie auch wieder keine Energie, die Windkraftanlage. Und selbst bei einer Verdopplung der Vorranggebiete für Windenergie kann bei dieser windabhängigen Energieerzeugungsform keinesfalls von einer Lösung für die Energiewende gesprochen werden. Auch haben Teile der CDU-Fraktion erkannt, dass ein weiterer Ausbau der Windenergie nicht zielführend ist. Gut, das, ja. Und sehen Sie, und die Energiewende sehen Sie ja auch kritisch. Nachzulesen im Redebeitrag von Herrn Domas am 26. September 2019. Das ist gar nicht so lange her. Ob und wie die CDU hier ernsthaft Energiepolitik betreibt oder schon im Wahlkampf ist, wird sich herausstellen. Denn ihre CDU-CSU-Fraktion in Berlin hatte eine ganz andere Meinung wie die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Ja? So, und die Vorgaben, die kommen ja aus Berlin und nicht von hier. Und wir wissen ja alle, dass der Herr Altmaier jetzt daran ist, die Abstandsregelung zu ändern, um mehr Flächen für Windenergievorranggebiete zu machen. Und genau das ist ja unser Antrag hier. Und meine Zeit ist abgelaufen. Ein letzter Satz ist mir gewährt. Und da nochmal, die AfD wird eine Aufweichung der bisherigen festgestellten Standards und des Bundesnaturschutzgesetzes keinesfalls zustimmen. Die Zahl der Windenergieanlagen reicht aus. Es gibt keinen unbegrenzten Wachstum für Windenergieanlagen auf einer begrenzten Fläche, weder in der Zahl noch in der Höhe. So, danke Ihnen.